Headshot. Bang. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drakes Projekt. Diesmal mit dem Swartex Fanversion Modpack. Und es ist nur noch 64 Megabyte, also groß, und deshalb nicht mehr so hoch aufgelöst. Aber dafür geht Minecraft viel flüssiger und also vor allem die Nachladeruckler sind jetzt weg, die Welten werden gut generiert jetzt wieder. Und das ist doch gut so. Und hier oben habe ich jetzt die Ruhmeshalle ein bisschen ausgebaut. Die Eckteile werden einfach immer in solchen kleinen Kästchen schräg gemacht. Und die Dinge werden dann ein bisschen ausgebaut. Man muss schauen, ob die dann auch 2 oder 3 dick werden. Mal schauen, damit jedes Reich genug Platz hat. Aber eben die wichtigsten sind ja die 4 in der Mitte. Und die 2 oben. Aber die 2 oben haben mehr als genug Platz. Und hier werde ich dann alles Wolle hin tun. In den verschiedenen Farben, damit man dann ein bisschen ja, Sachen schreiben kann. Und es lohnt sich wirklich mitzumachen. Ich werde dann auch ein Let's Play Ruhmeshalle machen. Wenn ihr also aufnehmen wollt, meldet euch an bitte, dann kommt ihr auf den Server und ihr dürft aufnehmen, wie und wann ihr wollt. Also es ist richtig ein freies Projekt und ich würde mich sehr freuen, weil momentan bin ich der Einzige, der aufnimmt. Einer hat mal begonnen, aber hat leider aufgehört. Keine Ahnung wieso. Aber ja, egal. Hier habe ich noch ein Dock gemacht, das baue ich dann noch ein bisschen um. Mehr von dem von den Baumstämmen. Der Turm wird ganz neu gebaut. Und diese zwei Häuser werden dann gleich bald auch umgebaut. Ja, also dann gehen wir rüber. Legen unsere Cheating-Sachen-Zeugs ab. Oh, da habe ich ganz viel. Kann man das nicht irgendwie... Nein, ich will nicht so. Ach komm. Dann machen wir so. Ich verstehe die Steuerung nicht. Die haben die Steuerung kaputt gemacht. So, die Rüstung hatten wir an. Die müsste nicht allzu kaputt gegangen sein. Also natürlich vom anderen Modus. Also von der Plotwelt, wo ich ein bisschen gebaut habe und so. Also dann gehen wir mal nach Hause. Und ich kann nicht schreiben. So, und hier ist es laut. Wir könnten ein bisschen leiser alles machen. So. Wir brauchen Eisenschwert, Eisenspitzhacke, Diamantspitzhacke. So. Brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Bruchstein, Kohle. Steak, Wassereimer, Holzbretter, Erde, die Fackeln brauchen wir, Eisennetz können wir gießen. So, jetzt. Wir wollen ja vorwärts kommen bei der Landwirtschaft. Wir haben ja noch eine Farm zu bauen. Und deshalb, es ist immer noch ein bisschen zu laut. Ich muss immer alles neu anpassen. Es ist schon alles wieder 100%. Es hat sich überhaupt, es hat nichts gespeichert. Vor allem die ein bisschen leiser. Spieler, Umgebung. So, jetzt. Ja, dieses Texture-Pack bin ich ein bisschen besser gewöhnt. Weil ich das im Ding Feed the Beast habe ich das immer benutzt. Das ist schon ein älteres Texture Pack. So, und hier haben wir noch ein paar Melonen. Die Kartoffeln auch. So,
Und jetzt das Zuckerrohr. So, wir brauchen vor allem jetzt Leder. Dann machen wir jetzt ein paar Kühe. Verarbeiten sie zu Hackfleisch. Dafür brauchen wir das Weizen und die Weizenkörner. Und jetzt muss ich da mal aussuchen. Du, du, du für Federn. So. Und sobald eigentlich der erste PvP-Spieler hier mal ankommt, kann ich auch mal das PvP zeigen, oder ich werde es schon vorher machen. Muss ich da noch schauen. Ah, die lassen sich noch nicht. Aber ihr hoffentlich. Ja, wenigstens zwei. So, jetzt haben wir wieder Leder. Drei Leder, wow. Das bringt ja Wahnsinn. Wenigstens nochmals eins mehr. So. Also, dann gehen wir rein. Und schauen mal, ob wir Bücherregale machen können. Haben wir denn hier noch Bücher? Wir haben Bücher, wir haben Bücherregale. Hey, wieso? Habe ich das nicht früher gemerkt? Wir haben so viele Bücher. 7. Jetzt können wir noch mehr. Das will ich mit der Diamantspitzhacke. So. Da. Ich möchte das gerne hier irgendwo in der Freiluft machen. Dann werden wir wahrscheinlich das Haus ein bisschen ausbauen. Mal schauen, was hier daneben ist. Nichts. Dann werden wir hier durchgehen und bauen. Sehr gut. Hier werden wir genug Platz haben, um... Oh. Ach komm. Müssen wir wieder reingehen. Ja. Die Bücherregale hinzutun und Zaubertischen haben wir endlich einen Zaubertisch. Ah, tut das nicht gut. Wir haben 58 Levels, das ist mehr als genug. Und hier haben wir Akazien. Ja, das müsste Akazien sein. Haben wir die hier hingepflanzt? Okay. So. Ich muss leider dann irgendwann mal unterbrechen, aber es geht dann gleich weiter. Gleich sowieso. So, 1, 2, 3. So, wenn wir jetzt das hier hin machen, den Zaubertisch, haben wir den schon? Ich hoffe, den haben wir schon. Oh je. Ich sehe... Ah, da. Ganz oben rechts. So. Ja, leider haben wir hier nicht gut... Also, eins vergessen. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir verzaubern können. 20, 20, 20. Da haben wir sicher noch mehr Regale, oder? Da. Jetzt haben wir 30, hoffentlich. 30. Ja, 30. Haltbarkeit und Effizienz 4. Na toll. Gut so, meine ich. Und es ist toll. Natürlich ist es toll. So.
sortieren wir am besten die Dinge raus, die man hier anpflanzen. Die Eier auch. Rohes Hühnchen natürlich, giftige Kartoffeln, Kürbiskerne, Fleisch, gebratenes Schweinefleisch, Kaktus. Und machen die dann irgendwo hin. Goldener Apfel können wir mitnehmen. Schleimball sieht cool aus in diesem Texture Pack. Die machen wir jetzt hier hin. So. Das sollte reichen. Und jetzt, nein, wo haben wir es gesehen? Erde. So. Ein Diamantschwert könnten wir noch machen. Hallo? Da. Ein Diamantschwert. Und der Rest lassen wir mal. Ich will jetzt nicht zu viele Diamanten verschleudern. Wir müssen sowieso nochmals farmen gehen. Und deshalb... Ah. Hier ist die Kiste mit den Sachen. Die nicht. Die kommen hier hin. Hier hin. So. Also sollten wir uns... sollen wir meinen gehen. Kurz die Eier einsammeln. Mit der neuen Spitzhacke. Und sonst... Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, gehen wir einfach mal. Home Strip. So, hier haben wir Redstone. Das sieht auch ganz anders aus. Hier waren wir überall. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, ist wie Cheaten. Ist so wie im Kreativmod. Sehr schön. Das ist doch mal toll. Prima, so lässt sich doch viel besser farmen. Ich hoffe nur nicht, die Reparaturkosten sind zu hoch dann. Weil, ja, ein Diamant auf sicher für eine Spitzhacke zum Reparieren. Und dann noch vielleicht eine Spitzhacke verschmelzen ist auch dann schwer. Also dann werden wir schauen, dass wir in der nächsten Aufnahmesession mal ein bisschen PvP anfangen. Ich will aber nicht zu viel machen, sonst haben wir dann wieder eine Welt, die zerbaut ist und so, in die Luft gesprengt wurde. Ich weiß nicht, ob TNT geht. Ich glaube, ich habe es ausgemacht. Also so in die Luft sprengen, das geht bei uns nicht. Also da müssen wir schon eine Welt machen dann, die alle Regeln nicht haben. Aber das wissen wir leider noch nicht. Wir sind so Noobs. Wir sind so Noobs. Ja, das Drake-Projekt, das wird immer weitergehen und ihr dürft immer mitmachen, wann ihr wollt und auch aufnehmen, wann ihr wollt. Das ist uns wichtig, weil, ja, die meisten Projekte, die sind einfach viel zu... haben viel zu viele Regeln und die werden nicht eingehalten und so. Und wir wollen einfach ein Projekt haben, wo sich halt alle ein bisschen austoben können, aber nicht zu viel, weil wir haben ein Gefängnis und dort werden wir auch im Let's Play ein paar Leute ein bisschen nerven. Also da müsst ihr euch wirklich im klaren Bewusstsein, dass wir euch auslachen werden im Let's Play. Das ist es so, so können wir die Schlechttour, die Troller fernhalten. Und nicht mit Regeln, mit Kackregeln und so. Und ja. Aber das wird sich alles dann, das werdet ihr alles dann schön sehen.
zu sehen bekommen. Aber eben, ganz schlimme Wörter werden wir niemals sagen. Wir werden sie ein bisschen auslachen und wir werden sie, ja, lästern über sie, dass sie einen Fehler begangen haben. Und so lernen sie das, aber wir werden sie nicht mit Schimpfwörtern bombardieren. Wer das macht, wird selber ins Gefängnis geschickt. Also bitte aufpassen. Jetzt Pilze. Wir haben keine Fackeln mehr. Nein, nicht dorthin, die Fackeln. Und Creeper, die nicht explodieren können. Ja, toll, alles aufgebaut wieder. Laggy Server. Nein, 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 Lag ist nicht Laggy Server. Ihr müsst verstehen, es ist nicht ganz... Diese Evil Chicken immer. Es ist nicht so ein Profi-Server-Host, also Host-Anbieter. Sondern es ist eher so ein günstiger Super-Server. Also den man günstig hoch ausbauen kann, viel mehr als zum Beispiel Nitrado. Und deshalb hat es manchmal Lags, aber Nitrado selbst hat auch Lags. Also ganz lagfrei sind Hosts nie. Da muss man selber hosten mit einem Super-PC und das habe ich nicht und das kann ich nicht, weil das Internet, wessen der IP hat, dann müssen nämlich alle Leute die ganze Zeit die IP ändern und das geht bei mir nicht. Also deshalb, also die IP von der, also die Adresse oder die Serveradresse, und das wäre für die meisten zu umständlich oder so. Deshalb lasse ich es hosten und ja, wir teilen die Arbeit, also wir teilen das, was sie zahlen müssen. Das meiste zahle ich natürlich. Dann gibt es Spender und es gibt den Kevin. Der hat mir da diese monatlichen mal gezahlt, weil ich momentan keinen Lohn habe. Also Zugang zum Lohn. Weil wir gerade am Kontowechseln sind und deshalb ja, hat er es für mich gezahlt. Dafür Dankeschön. Und der ist ja gerade drauf, der 19Gamer97. Und hier haben wir ganz viele Pilzchen. Pilze. So. Weg damit. Hier auch. Lässt du mich in Ruhe? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ja, er schießt immer noch. Und wir verhungern fast. Ah, danke schön. Hey, jetzt. Nicht helfen, ich brauche keine Hilfe. Es ist schon so genug leicht. Ach komm. Hallo? Wildwasserbahn. Habt ihr gehört, wer gegen mich im PvP gewinnen muss, der muss extrem gut spielen. Ja, ja, nein, ich halte mir nicht für groß. Ich will mich nur groß machen im Let's Play. Ah, und jetzt haben wir hier einen schönen Lava-Wasserfall, das uns den Weg versperrt zurück. So, genau hier müssen wir weiter. Bauen wir ein bisschen Eisen ab, auch wenn wir Eisen nicht mehr so brauchen. Ein bisschen Kohle. Kohle ist wichtig. Aber nicht so wichtig wie bei Industrial Craft. Alter, man kann Obsidian. So. Also zwei. Dann wäre das hier. Dann machen wir hier wieder einen Weg. Ein Strippy.
Ah, ich habe heute, also gestern und heute Craft Attack gestartet bei Dener und das ging dort mega ab. Ich hoffe hier im Mega-Projekt geht es auch so cool ab. Aber ja, zuerst müssen Spieler kommen. Nein, ich will Spieler, kommt bitte, 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 bitte. Nein, nein, es ist alles freiwillig, aber es wäre wirklich schön, wenn wir zusammen ein unabhängiges Superprojekt machen könnten. Und der Server hat wirklich 50 Slots, aber auch mehr später. Und 6 GB RAM. Das hat kein einziger Privat, kein einziger Mega-Projekt-Server oder so. Hat 6 GB. Und das ist 4 GB mehr, als man eigentlich braucht. Oder sogar noch mehr. So. Und wir hören dann auf 8 und dann auf 10 haben, hat der Host, also der Server auf dem Host mehr Gigabyte als ich habe von meinem PC. Auf meinem PC, und das ist gigantisch. Meine ist ja schon super. So, könnt ihr gerne eine sehen, wie gut mein PC ist, wenn ich nachher Skype aufnehme und das dann ruckelfrei geht in größten Grafikeinstellungen, Grafikmods, alles Mögliche. Kein Problem. Außer DayZ ruckelt, aber das ruckelt sogar auf einem der besten PCs noch, weil es sehr, sehr schlecht noch angepasst wurde. Also für die schlechte. Ein Schwein. Wollt ihr mich vergackeiern? Zuerst Huhn, dann Schwein. Was kommt noch? Schaf. Kuh. Dann kommt noch ein Pigman. Das gibt's übrigens, die kommen durch Portale. Da hatte ich bei meiner alten 1.7 Welt, habe ich ein Pigman-Zombie gehabt, der vom Portal in mein unteres Erdgeschoss ging und dort herumtrieb und immer grunzte die ganze Zeit. Die laufen manchmal mega weit, wenn man sie einfach laufen lässt. So, das wollte ich nämlich machen. Und hier auch. Sehr schön. Ah, was haben wir hier da hinten dran? Diamanten. Ah, nicht lecken. Hallo. Nicht lecken. Und wieso kann ich jetzt keine Diamanten aufnehmen? Weil ich natürlich voll bin. Der Charakter hat viel zu viel gefressen. Ich bin voll. So, dann müssen wir leider wieder zurückgehen. Ja, hier ist. Okay, dann gehen wir zurück. So, dann nehme ich 9 Diamanten. Was machst du? Komm mal rein. Du verbrennst ja. Komm rein. Gut. Hausfriedensbruch. Ich musste dich töten. Südele. Wo haben wir hier noch Pilzchen? So. Ja, die Fäden können wir auch hier rein tun. Dann können wir die auch hier rein tun. So. Und jetzt. Aus der Bruchstein nicht. Feuerstein, Diamanten, Redstone, Lapis Lazuli, Knochen, Eisenerz. Und das ist es, die Bruchsteinkiste. So. Sehr gut, also das haben wir gemacht. Wir haben wieder ein paar Dias. Und jetzt. Das haben wir gemacht. Und jetzt erkunden wir ein bisschen die Welt. Ich will ein Pozoll-Biom finden. Die Welt. /warp meaning 3. Nein, nicht 3.
3. So, hier haben wir ja dieses Biom, da waren wir noch kurz in einer Höhle. Und jetzt gehen wir mal irgendwo in eine Richtung. Ich muss schauen, wo die Berge sind, die sind nämlich im Süden. Oder irgendwo. Wir gehen nach Norden und die Berge sind im Süden. Irgendwo. Ah, dort. Also im Westen sind die Berge. Dann gehen wir doch in Richtung Norden. Schauen wir mal. Geht's hier runter? Hier geht's runter. Hier geht's hoch. Und Z geht hier. Dann gehen wir immer weiter weg. Sehr schön. Und hier haben wir Lehm. Lehm nehmen wir natürlich auch mit. Und hier hat es übrigens viele Tiere. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist wahrscheinlich wegen Java, dass sich die Blöcke wieder aufbauen und die Dinge, weil Java falsche Daten sendet. Also wir die Daten falsch sehen. Da kann man leider nicht viel tun. Aber das gibt es auch bei Diablo 3 und so. Wenn man zum Beispiel ein Monster besiegt hat und plötzlich steht das Monster wieder. Oder auch ein Zombie. Dann haben wir falsche Daten bekommen. Und viele sagen, ja, dann lagst du und hast viel schlechte Probleme. Aber das hat überhaupt nicht mit eurem Internet zu tun. Sondern das hat mit der Übertragung vom Server zu euch nach Hause zu tun, also die Übertragung des Servers. Also ist der Server nicht richtig in der Lage, euch die Dateien richtig zu schicken oder so. Aber auch der Server ist nicht so zuständig. Also meistens ist die Engine zuständig oder ja die Verbindung halt. Wir haben ein Ei gefunden. Und noch ein Ei haben wir gefunden. So, aber mehr Lehm nehmen wir jetzt nicht mit. Es ist immer unter Wasser. Wieso ist Lehm immer unter Wasser? Es gibt doch gigantische Lehmgruben. Wieso kann das Mojang nicht mal machen, dass wir riesige Lehmgruben finden können? Das ist doch kacke. Und ich finde, dieses Texture Pack ist zwar nicht mehr so realistisch wie das andere, aber es sieht mega cool aus. Es ist einfach wunderschön. Es ist auch schlicht halt. Es ist schlicht. Manche finden das nicht schön. Das kann ich verstehen. Aber ich finde es zu schlicht. Und ja, ich will jetzt da nicht allzu viel entscheiden. Da dürft ihr gerne ein paar Kritik. Also wenn ihr das nicht mögt, das Texture Pack, dann dürft ihr das schreiben. Dann kann ich das auch ändern. Aber wenn ihr es auch schön findet, dann dürft ihr das natürlich auch schreiben und auch einen Lob an das Texture-Pack-Ding, also ja, einfach ins Video schreiben. Ich finde dieses Texture-Pack wunderschön, danke, dass du es verwendest. Oder so irgendwas. Das nützt halt im Entwickler nichts, aber der entwickelt sowieso sehr gut und es ist übrigens eine Fan-Version. Der Soar-Text, der hat das Texture-Pack schon Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt. Das ist pure Fan- Fiction. Und das ist richtig toll. So. Wir haben hier einen Tannenwald, das ist Tiger, schätzungsweise. Da gucken wir mal. Tiger. Ich hab richtig, bin ich nicht gut. Hier haben wir wenigstens noch eine Höhle. Ist nichts drin oder nichts Sichtbares. Sodele. Ja, wir sind leider ein bisschen alleine, aber dieses Projekt wird hundertprozentig besser, wenn dann Leute kommen, die auch sich etwas trauen. Ich werde natürlich niemand zu Leibe rücken, außer er ist in der PvP-Welt oder in der RPG-Welt in einem anderen Reich. Aber wenn ihr also mit mir zusammen in der RPG-Welt zusammen sein wollt, dann müsst ihr das grüne Reich nehmen und dann wahrscheinlich zuerst gegen das Rot kämpfen. Und ihr habt es ja gesehen, das grüne ist eher so ein bisschen nett und hat
Sorge für die Tiere und so. Also sehr tiernah und alles Mögliche. Und das Rote Reich ist Lava, das habt ihr auch gesehen, das Nether-Zeugs. Und das Gelbe ist Wüste, die sind auch ein bisschen böse. Aber nicht ganz so ganz böse. Und das Blaue Reich sind dann die Paladine und soartige, also die für das Licht kämpfen. Die ganz netten. Also man kann sagen, die gelben und die grünen sind neutral. Die neutralen, die Bla grünen kämpfen neutral gegen alle Völker, damit sie im Gleichgewicht stehen. Und die gelben kämpfen für sich allein. Das sind so ein paar, das heißt Nazis. Nein, das sind so Eigenbrötler. Die wollen nichts. Die wollen keine Leute haben, Verbündete haben. Die wollen einfach nur ja, ihr Reich gut haben. Das sind die Blauen übrigens auch ein bisschen. Und wir haben Skype. Mist. So, und weiter. Oh, das Leid ist noch. Sorry.